Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Digimon Cyber's Life Hackers Memory. Ich bin Simon C. Muffix. Die Jagd nach Navitsan, diesem mysteriösen Wesen, was sein Treiben nun schon einige Zeit hier durch Tokio veranstaltete, geht nun seinem Ende hinzu. Titose? Denkt immer noch, ja. Und wir haben beim letzten Mal Navitsan verfolgt. Wir sind leider immer noch nicht angekommen. Soll ich das Summer Listen T-Shirt anschauen? Nee, sieht doof aus. Zieh mal das an. Wieso eigentlich nicht? Wir sind nun in der Hoffnung, dass wir endlich herausfinden, wer hinter Navitsan steckt. Und deswegen werden wir nun nach Ikebara gehen. Da sind wir im Endeffekt schon. Weil wir gehört haben, dass er hier sein Unwesen treibt. Kaufen uns erstmal noch ein paar Medaillen. Komm schon. Mal mit Hirama. Ich will drei unterschiedliche. Am Stück. Komm, Miguel, da kommt jetzt noch eins. Bam, ich bin so glücklich. So, wir haben wie gesagt gehört, dass dieser Navitsan, der uns gedroht hat, den wir beim letzten Mal schon wieder in einer komplett anderen Form hatten, wo er einfach die Leute angebaggert hat, uns auch. Und nun werden wir hoffentlich ihn endlich finden und herausfinden, was hinter Navitsan steckt. Aber hier sind wir schon mal falsch, wie es aussieht. Das ist schon mal sehr gut. Dann gehen wir da runter. Dann muss halt ein Mr. Navitsan da unten sein. Es ist natürlich spannend, wie gesagt, das letzte Mal, also nicht diesmal jetzt, sondern das Mal davor hat er uns ja wie gesagt gedroht, dass er uns töten will, wenn wir ihn weiterverfolgen. Das heißt, es könnte was Schlimmes auf uns warten. Date! Schau mal da drüben! Und das ist Navitsan, der Luftballon verteilt. Huh? Das ist nicht der richtige. Deine Luftgitarre neulich fand ich klasse. Du wirst keine Drohung, du wirst deine Drohung gegen mich bereuen, genau, Mann. Wovon redest du da? Siehst du nicht, ich versuche zu arbeiten. Lass mich in Ruhe. Krieg ich auch einen Luftballon? Hallo, was bist du? Hallo, ich bin Herr Navit. Normalerweise lebe ich in Eden, aber heute bin ich in die echte Welt gekommen, um euch zu besuchen. In dieser Welt gibt es so viele herrliche Dinge, die man in Eden nicht bekommt. Besuch mich doch mal in Eden. Ich will den Roh sammeln. Das ist nicht der Navitsan, der uns verfolgt hat. Tatze, was können wir denn dafür? Und wer genau bist du? Wie gesagt, ich arbeite für Kamashiro, das Unternehmen, das Eden betreibt. Einige von unseren Mitarbeitern wechseln sich dabei ab, in der ganzen Stadt Werbung für Eden zu machen. Die Chefin hat uns angewiesen, diese Herr Navit-Kostüme zu tragen. Also die Bewegung. Hypnotisierend. Als wir sie ausprobiert haben, haben die Kinder uns gern durch die Gegend gescheucht. Also haben wir beschlossen, das Interesse von Kindern für ihn damit zu wecken. Wie ich es mir dachte. Was siehst du mich denn so an? Du warst es die ganze Zeit? Du bist weggelaufen, als wir in Shinjuku nach dir gelaufen haben. Warum hast du das getan? Das stimmt nicht. Meinst du während der Probezeit? Die Chefin hat jemanden von außen für den Test angeheuert. Ich habe gehört, dass die ganze Sache im Geheimen stattfand. Nicht einmal wir wussten darüber Bescheid. Das schwöre ich. Hm. Dann war es also jemand von außen. Aber bestimmt gab es dafür einen guten Grund, dass der Test im Geheimen durchgeführt wurde. Hm. Sie redet verrücktes Zeug. Außerdem ist sie schwer zu fassen und belästigt Leute. Aber dafür ist sie äußerst kompetent und in Erscheinung stark. Sie ist genau die Richtung, kann man schier in die Zukunft werden. Alter. Hishibe steckt in dem Kostüm? Das könnte sein, oder? Okay, okay, schon verstanden. Die heutige PR-Aktion ist ein klassisches Beispiel für den ganz eigenen Stil der Chefin. Niemand zuvor hatte die Idee, Eden bei Kindern zu bewerben. Sie denkt immer 10 Schritte voraus. Das war ein Reinfall. Aber das war's noch nicht. Das hat gedauert. Ich hatte nicht gedacht, dass er eine ganze Stunde lang ein Loblied auf seine Chefin singen würde. Navitsans Warin täte, das war eine Enttäuschung. Aber wenigstens ist der Fall jetzt aufgeklärt. Ich bin aber weg. Aber was ist mit der Person, die davor drin gesteckt hat, Leute, Mann? In der Testfahrt, das war Kishiki, das würde mich echt nicht wundern. Was soll ich noch mal im Bericht an Matsuyoshi schreiben? Moxie, hör zu! May ist wütend, weil wir Navitsan haben entkommen lassen. Sie hat gesagt, dass sie mich aus dem Club wirft, wenn ich ihn das nächste Mal nicht erwische. Und ich kann mich nicht an die mit den anderen treffen. Sie reden über das Ende von die Abenteuer von Nurian und ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss ein paar Tage warten, bis ich es streamen kann. Wieso muss ich immer den Kürzeren ziehen?
Also ertränke ich einfach meine Sorgen, leiste mir Gesellschaft. Dafür bezahle ich dich auch für den letzten Fall. Einverstanden. Prima, ich warte ja, Maxi. Heraufgelegt. Trotzdem ist es eine gute Idee, mit ihm über Navizan zu sprechen. Wobei. Die Luft geht an. Dann der Wütende, der uns töten wollte. Und der Amoröse, sage ich jetzt mal. Das war definitiv meine Frau. Das war ein interessanter Job. Und es stellt sich heraus, dass da doch noch mehr dahinter steckt. Farmboy betragen Früchte. Man muss nur schütteln, aber nicht zu viel essen. Wirklich? Was für eine Obstsorte denn? Zeig es mir das nächste Mal auf der Farm. Ja, das sage ich einfach nur so mal dahin. Interessiert mich ja nicht. So, gut, gehen wir die Quest ab und Leute. Wenn ihr jetzt wieder kommt, ja, bitte geh irgendwo hin und mach Quest. Nein, scheiß drauf, Mann. Die Tose, ich will wissen, wie es mit Erica weitergeht. Oh, speicher ab. Eine Nachricht von Faye. Die Schlacht um Undersea beginnt. Sechsen beruft ein dringendes Treffen ein? Im sechsten Forum? Ist halt lieber hingehen. Leute, die Schlacht um Undersea beginnt. Das Schicksal der Digi-Welt wird nun entschieden. Von Eden und der Digi-Welt. Saxon no Kuron. Ja. Eden ni aru subete no Hacker ni tou. 君たちは自由か。何者にも侵されず、何者にも監視をされず、何者にも監視されない。そんな自由は今のエデンに存在するか。エデンの前身であり、我々ハッカーの発祥の地でもある聖地、アンダーゼロ。そこはこの電脳世界の創造主が理想とした空間であり、今よりもはるかに自由で解放された場所であった。 しかしそのアンダーゼロはエデン発足と同時に接収されて情報制御を司る無人のサーバーとなり、今では世界最高レベルのセキュリティが施された単なる要害となってしまった。アンダーゼロは我々の理想郷はエデン最古のサーバーバルハラサーバーの中にある。我々ハッカーの手で 我々の理想郷を取り戻すんだ。エデンに新たな秩序をもたらすために、この監視と干渉に満ちた欺瞞だらけの自由を打破するために、我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば目指せ。 アンダーゼロ! いきなり何言い出すんだあいつ。 アンダーゼロだって。 この祭りはクーロンの歴史に残る大事件になりますよ。 フェイ! ザクソンは何考えてんだよ。 アンダーゼロに手を出すなんて。 お前ら内部分裂でごたついてたばかりのくせに。 だからこそ今こそザクソの実力を空論中に知らしめる必要がある。これが成功すればピーピーうるさい小バエも少しは静かになりますよ。それならなおさらあそこはやめろ。このセキュリティはハッカーがどうこうできるもんじゃない。そらアンさんがロードルのハッカーはそうだったやろうな。でもあいにく マッチネルのデジモンプログラムがある。そういう問題じゃねえんだって。そこのセキュリティはおじけづいたなら参加しなきゃええだけの話どす。言ってくれるよな。一つだけ教える。本当に攻略だけが目的なの？何が言いたいんや。いや、なんでもない。
Sorry. Jotto. Sakini, Miseni, Modokura. Oma. Machigat, dem Sanka, Shiona, der Omone. Nein. Hari, ein Nai, Otoko, das ist ja. Donai, Siri, Zmoria. Anno, Otoko, Yuko, Tite. Otto, Nasku, Stolz, Zmori, das ist ja. Mavari, Omi, Temi. Yugo の演説、俺鳥肌立っちまった。すっげえな。ハッカー総出で、あのアンダーゼロを落とすなんて。俺、絶対参加するぜ。ここで実力を示せば、一気に名も上げられるしな。クーロンや他のチームも、どこもここと同じ様子や。アンさんが一人前のハッカーなら、アンダーゼロへ挑む意義が理解できるはず。ユーゴハンの言葉は、アンさんのここにも響いたはずだぜ。Wie ich es eigentlich gesagt habe, die Schlacht um Under Zero beginnt. Pass auf, wenn du etwas trinkst. Date übertreibt es manchmal arg. Date? Ja, das kann ich mir nicht sehr gut vorstellen. Eigentlich kann ich es mir sehr gut vorstellen. Du gehörst zu Erikas wenigen Freunden. Sie kann nerven, aber pass auf sie auf. Ich sollte dir für deine... Erika ist wirklich 40, ja. Leute, die Schlacht um Under Zero. Das Schicksal der Digi-Welt. Das Schicksal von allen wird nun entschieden. Das ist ein sehr spannendes Akt, wird jetzt erwarten. Ein paar Freihacker haben sich zusammengetan, aber unser sechsten Team hat die beste Chance, Under Zero anzugreifen. Ich habe gehört, dass Gamma das Digimon-Programm nicht hatte, als sie Under Null angegriffen haben. Under Zero, nicht Unter Null, das klingt zu dumm. Aber dies ist unsere Chance, sie anzugreifen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich kann es gar nicht abwarten. Ja, Leute, denn das ist schade, das wurde hier nämlich sehr, sehr wenig eigentlich erzählt. Vor einigen Jahren hat nämlich die Hackergruppe Jutes, die hier auch Gamma bezeichnet wird, was, wieso ich nicht verstehe, wieso das so übersetzt worden ist, wo auch Arata und so wie es aussieht, auch unsere Freunde hier teilen waren, ebenfalls Under Zero angegriffen und es endete in einer Katastrophe, wo viele Accounts gelöscht worden sind und sich Gamma, ich sag die Jutes, Gamma klingt scheiße, sich die Jutes eben aufgelöst haben. Wenn wir mit einem Angriff auf Under Zero einen Namen machen, werden wir zu 99,999% die nächsten Legenden sein. Und darum geht's dir? Toll. Sechsner kann ich auf keinen Fall allein besiegen. Vielleicht sollte ich ein paar Leute finden, mit denen ich mich zusammentun kann. Die Hacker auf dem Forum scheinen von Yugos Riemen mitgerissen sein. Was soll ich tun? Ich soll erstmal zu Woody zurückgehen. Ja, Ryuji und... Und Chitose wird das definitiv nicht gefallen. Oh, zwei Speicher-Ups haben wir sogar. Alter, fall da jetzt. Geht bergauf, Mann. Nein, ich will ins Digilab, Mann. Ich will nicht ins Café. Bitte. Nicht ins Café. Bitte. Nein. Nein. Chitose verhält sich seltsam. Es muss irgendwas passieren. Ja, Chitose verhält sich schon die ganze Zeit seltsam. Ja. Kono mae okizari ni shite kureta batsu da. Kei-Café de nanka ogore yo.冗談だって。そんな落ち込まなくても。なんかあったのか。話聞くぜ。ケイカフェで待ってる。なるほどな。言いにくいけどさ。 リュウジってやつ、なんか悪どいことでもやってたんじゃないのか。そうじゃなきゃお前に話すはずだろ。言えないってことはつまり、そういうことさ。なあ、もうハッカーチームなんてやめろよ。このままじゃお前まで悪事に巻き込まれる。あいつら、 お前の弱みにつけ込んで、お前をいいように使っているだけだって。結局、お前のことも信用してなかったんだ。お前に打ち明けないのは何よりの証拠だろ。
そんなに落ち込むなって。なんか俺がいじめてるみたいだろ。そうだ、ここは俺がなんかおごるよ。だから元気出せって。ほら、何がいい？それじゃあ気分転換に本屋にでも行くか、それともフィギュアショップとか。俺としては本屋に SF 小説を漁りに行きたいけど、お前漫画とかのが好きだもんな。中野なら気分転換し放題だぜな。どこにでも付き合うからさ。俺と話したら元気が出てきた。それなら良かったけど。あのさ、実はお前に聞いてほしいことがあるんだ。実は俺、どうした？顔色変えて。Kからのメッセージ。おい、俺にも見せろよ。保坂って次のターゲットか。これ個人がデータを管理するためのファイルサーバーみたいだな。どうする？って決まってるか。だろうと思った。今度は俺を置いていくなよ。滋賀の時は何もできなかったけど、今度こそお前と一緒に戦いたい。俺なりに準備をしておいたんだぜ。お前ほどじゃなくても立派にコンピューターカウボーイなんだ俺だって。何って、お前に貸しただろ。うん、お前な、人がせっかく貸したのに。何よな。連れて行ってくれ。俺たち親友だろ。サンキュー。それじゃあ行こうぜ。何しに来た、サナダ。ユーゴの演説聞いただろ。それがどうした？どうしたじゃねえよ。アンダーゼロがヤバいのは俺たちが一番よくわかってるじゃねえか。力を貸してくれリュウジ。ダチが巻き込まれそうになってんだ今。他の仲間にも声をかけてる。柔道の元メンバーにさ、ハッカーたちを止めるんだ。手を貸してくれ。お前に呼ばれて集まったのか、あいつらは。ああ、少ないけど何人かは来てくれることになった。頼む、ここでお前と千歳に来てもらえれば百人力だ。俺のたち、ちょっとつうかかなりバカなんだけど、巻き込まれんのを黙って見てるわけにはいかねえんだよ。俺がお前に戻ってきてくれと頼んだ時、お前はどうした？やりたきゃ一人でやれ。許しちゃもらえねえってわけか。わかったよ。Okay, und wir stehen einfach so in der Ecke und sagen, Servus, ich habe jetzt irgendwas gehört. Ah, nee, irgendwie. Kein Hacker, Jugus. Hat Jugus bitte gehört? Was wirst du tun? So. Das war der einzige Dialog? Ah, nee, hier. Doch. Hä? Haben wir noch Dialoge? Nö. Gut.
Ja, Leute, das hört sich irgendwie alles nicht ganz so gut an. Die Schlacht um Under Zero beginnt und es wird vermutlich in irgendwann ganz schlimmem enden. Aber Leute, man, wie kannst du Arata abweisen? Keiner weist Arata ab. Arata ist der coolste. So, ich klaue mir jetzt einfach mal Dino Beamon. Nehmen wir jetzt einfach mit, Mann. Weil für die Schlacht von Under Zero müssen wir uns auch gut rüsten, Mann. Deswegen habe ich Golden Umumon dabei. Na. Ich habe eh keine Plätze mehr frei. Nö, das passt schon so. Wir sind schon gut, Mann. Wargromon braucht eh noch 100 Jahre, bis er mal ein Level up macht. Und ansonsten habe ich eh keine Digimons, wo ich jetzt aktuell irgendwas plane. Taumon könnte man theoretisch mal mitnehmen. Ja, nein. So, warte, schauen wir mal kurz, wir haben zwei Virus-Digimons dabei. Ein Datei und zwei Serum. Okay, aber ich zähle es nicht. Ach, das wird schon schief gehen, Mann. Wir haben schon Schlimmeres geschafft. So, Dino Beamon, hast du eigentlich irgendwas Cooles gelernt? Nö, oder? Oh, Cross-Counter jetzt. Schauen wir mal kurz. Cross-Counter, Windkralle 3, das ist sehr schön. Da ein heftiger Sturm. Na, wir machen erstmal Sichelblatt. Und heiliges Licht geht immer. So, dann hier noch den heftigen Sturm. Level 1, Mann, der lohnt sich sowas von gar nicht. So, naja, Leute. Also, dann heißt es auf zum Under Zero Server. Ich finde es ja schlimm an Ryuji und so wie er sich da wird. Was denkt eigentlich Erika darüber? Nix, oder? Okay, das ist eh klar. Ich bin für Yugo, Mann. Ich bin für Arata, Mann. Arata versucht hier nämlich die ehemaligen Dudes wieder zu bekommen. Zusammen zu trommeln und damit eben dann hier zu verhindern, dass Under Zero gehackt wird. Und wir gehen jetzt aber erstmal zum Hosaka-Server, denn wir haben unsere eigenen Probleme. Und da schauen wir mal, was ist denn hier? Einmal noch Kalorien Ebene 4. Und da gibt es doch einige interessante Sachen für uns, denn das neue Ziel von Kay ist dort. Sind da Menschen? Hä? お待たせ。またか。なんだよこれ。フロアに並んでるやつ。あれ、アカウントか。それもあんなにたくさん。まさかがアカカウントがりの犯人ってのは。マジみたいだな。これだけのアカウントをしまい込んでるなんて。え？お前のアカウントもあるかもしれないって。 そうだな。これだけ広いんだ。どこかにお前のアカウントもあるかもしれない。なあ、こうしてると小さい頃みたいじゃないか。覚えてないか？よくやっただろ、ヒーローごっこ。公園とかで悪の親玉を探して走り回ってさ。 お前だけだったよな。子供の頃から俺のことをからかったりしなかったのか。他の奴らみたいにチビとか女みたいとか言わなかったってこと。俺さ、実は今の状況が嬉しいんだ。そんな顔すんなって。だってさ、まるで俺たち 対等みたいだろ。おっと、道が二手に分かれてるな。長居するのは危険だし、二手に分かれようぜ。通信で連絡を取り合おう。気をつけろよ。Rappelt sich in der Kiste. Oh, immer noch madig, schwache Digimons. Naja, was soll man tun? Okay, Leute, also, dann heißt das, dass wir uns nun hier umschauen und in der Hoffnung, dass wir Kay, also Hosaka finden, verzeihen. Die Musik ist echt gruselig, Mann. Warte, das sieht nachher angelegt. Ich nehme aber immer den rechten Weg. Bin ich, glaube ich, beleidigt. Ja gut, dann gehen wir mal da lang. Eine Sache noch, und zwar hier wieder, das finde ich immer ganz nett, Mann, dass ihr mir Anspielungen hier macht auf den Roman Neuromancer, weil die Charaktere in dem Spiel, also in dem Buch, die hießen eben nicht Hacker, die hießen Konsolen-Cowboys, ein sehr doofer Name. Es scheint keinen Weg zu geben, was soll ich machen? Hilf mir mal, Yu. Hey Maxi, alles in Ordnung?
Übrigens, du wolltest uns vorher sagen, als wir im Café waren, dass er uns liebte, bin ich mir ganz sicher. Gibt es keinen Weg durch? Hier drüben ist ein komisches Terminal. Vielleicht steuert man damit den Weg. Der ist aber definitiv geschützt. Mach dich auf eine Überraschung gefasst, wenn wir es probieren. Was sollen wir tun? Ist es der Zeitpunkt zu sagen, los geht's? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ach, das wird schon gut gehen. Na, dann mal los. Super Hacker U, oder? Übrigens, meine neue Theorie. Ich wusste, dass es nicht leicht. Das wird nicht leicht. Aufgepasst, hier komme ich. Unser neuer Feind. Oh. Meine neue Theorie ist nämlich, dass. Kay Chitosis. So, weil U. Oh. Würde mich nämlich nicht wundern, weil Chitose erst. Weil U war halt jetzt eindeutig da, wo wir Kay getroffen haben. Und das ist dann halt ein bisschen strange dann, wenn er das wirklich wäre. Aber wir wissen es noch nicht. Sicher ist nur eins. Und das ist das. Das ist der Tod. Und der kostet das Leben. So. Aber der ist auch nicht so sicher. Gott, Lady Demon One, Bitch Slap. So, da. Gut, dann haben wir das auch erstmal geschafft. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal schlagen wir uns hier dann weiter durch den Under-Zero-Server durch. Den Hosaka-Server durch. Aber jetzt, hey, geht es dir gut? Dancen wir! Oh, Leute, Mann. Das schwitzt noch nicht mal. Habe ich mir wohl umsonst Sorgen gemacht. Es war bis jetzt auch noch nichts. Wen wundert's? Und der Weg öffnet sich uns. Was will man mehr? Okay, gut, kommen wir mal weiter. Passt schon. Gut, Leute, dann machen wir erstmal einen kleinen Cut und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.